Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind zum nächsten Vortrag Kugis Web Client 2 von Pier Min. Und er hat mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass erst kam Deutschland, dann kam Österreich, jetzt kommt die Schweiz. Also wenn das keine Dachkonferenz ist, das ist wirklich symbolisch. Von daher viel Spaß in der Schweiz oder in Kugis, wir werden sehen. Ja, danke schön. Hört man mich? Also ich werde jetzt auch ein bisschen langsamer sprechen als mein Vorredner und es ist auch noch ein interessanter Bogen jetzt vom GRASS-Vortrag, dem ältesten Open-Source-GIS-Projekt, denke ich, zum ältesten WebGIS, noch lebenden WebGIS-Projekt, hier zu einem relativ jungen Projekt, das auch in Version 2 jetzt daherkommt. Und wenn Kugis im Namen ist, dann interessiert es offenbar. Schön, dass so viele Leute das interessiert. Ich selbst arbeite für SourcePol, wir sind in Zürich. Ja, und machen Open Source GIS, also Kugis-Entwicklung und auch Web-GIS-Entwicklung. Der Kugis Web Client ist eigentlich ein klassischer Web Client, also klassisches Web-GIS. Basis ist WMS hauptsächlich. Jetzt Kugis Web Client soll sowohl für Desktop-Browser als auch für Mobilgeräte funktionieren. Und das ist das Spezielle, oder die Schreibfehler sehe ich erst jetzt. Es ist optimiert für die Kugis-spezifischen Erweiterungen, sprich zum Beispiel Drucken und so weiter. Und der Clou an der Sache ist, ich habe ein Kugis-Projekt, ein ganz normales Desktop-Projekt mit Layern, Stilen, Drucktemplates. Das habe ich am Desktop erstellt. Ich habe Kugis-Server, der die gleiche Rendering-Engine hat, der publiziert das als WMS. Und dann kommt jetzt Kugis-Web-Client ins Spiel, womit ich dann ein WebGIS machen kann. Ich gehe jetzt auf den mittleren Teil ein, ganz kurz, Kugis Server, der diese Desktop-Projekte publiziert, diese Kugis-Projekte, und zwar neben WMS kann es auch WFS und WCS. Ist auch schon ein älteres Projekt, wurde 2006 unabhängig von Kugis, aber mit gleichen Bibliotheken entwickelt, von Mark Hugendobler an der ETH Zürich, zweiter Schreibfehler. In der Codebasis integriert wurde es später, also 2010, hat man das kombiniert und ist heute ein Teil der Codebasis von Kugis. Also Kugis Server und Kugis Desktop sind ein gemeinsames Repository auf GitHub. Geschrieben ist es in C++ und es ist eine FCGI-Applikation, die man mit einem Webserver betreiben kann. Und Backend eben für Kugis Web Client oder auch Kugis Cloud als Anwendung. Die speziellen Features von Kugis Server, man hat dank Kugis Desktop eine einfache Konfiguration von Projekten. Die Kartensymbologie und Beschriftungen werden identisch gerendert, weil es eben dieselbe Rendering Engine ist. Es gibt zusätzliche Services für Konfigurationsinformationen, das geht Project Settings. Es hat PDF-Druck eingebaut, das die Print-Templates von Kugis umsetzt. Es gibt Filterfunktionen und Feature-Selektionsfunktionen, wo ich Selektionen einfärben kann. Und auch für die Legenden gibt es Erweiterungen. Das zum Server. Auf der Client-Seite geht die Geschichte jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Die erste Generation, jetzt nachträglich QVC1 genannt, ist 2009 in der Stadt Uster in der Schweiz eingeführt worden, von Andreas Neumann entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob er hier ist, sehe ich nicht. So sah er aus und sieht er auch aus, ist immer noch im Einsatz in diversen Orten. Basiert auf XJS, hat Open Layers als Azure drin, hat aber doch einige Schwächen, die dazu geführt haben, dass man sich entschieden hat, eine neue Generation anzupacken. Und zwar eine wirklich wichtige Sache, es ist nicht responsive, das heißt, er funktioniert wirklich nur mit Desktop-Browsern, also nicht auf mobilen Clients, und das ist heute halt wirklich zentral. Das GUI wurde von vielen als altmodisch empfunden. Ich höre auch manchmal das Gegenteil, dass es genau das ist, was die Leute wollen, aber das ist natürlich noch eine Geschmackssache. Was man doch gesehen hat, ist, dass es kompliziert ist. Ein bisschen technisch halt, wirklich mit klassischem Layerbaum, mit diversen Fenstern.
Da hat man wirklich beobachtet, dass viele Leute nicht zurechtkommen. Und noch ein technischer Grund ist, dass gerade mehrere Bibliotheken, die verwendet werden, nicht mehr weiter gepflegt werden. Und das war auch ein Grund, da wegzugehen. Und das impliziert natürlich auch die Ziele für diesen QVC 2. Man will ein modernes UI haben, es muss responsive sein, auf Usability fokussiert. Was im Code, der war auch so ein bisschen stark gewachsen im QVC 1 und hier im QVC 2 hatten wir die Chance, das wirklich sauber aufzubauen, modular die verschiedenen Komponenten zu bauen und halt die aktuellen Technologien zu nutzen. Also wir nutzen React.js und OpenLayers 4, vielleicht bald OpenLayers 5, haben wir jetzt gerade gelernt. Das sind so zwei wichtige Komponenten. Da habe ich jetzt gerade gesagt, React.js, Redux ist noch eine zusätzliche Komponente, die verwendet wird. Und wir nutzen jetzt bereits diese moderne, empfohlene Toolchain, die jetzt gerade beim OpenLayers-Vortrag auch genannt wurde. Das heißt, auch NPM-Install oder Yarn wird auch unterstützt und wir arbeiten mit Webpack. Was vielleicht jetzt ein bisschen neu ist, QVC 1 war wirklich eine klassische JavaScript-Anwendung. Da habe ich den kompletten Code als in mehreren JS-Files, JavaScript-Files, publiziere die und die laufen in der Produktion unverändert. Und jetzt machen wir quasi ein Build. Also das heißt, wir entwickeln schon in mehreren Files, wo das modular gemacht wird. Und mit Webpack wird dann ein produktiv JavaScript-File generiert. Also die, es gibt dann ein HTML, ein JavaScript und noch ein CSS. Das ist eigentlich die Art, wie man heute Web-Applikationen macht. Es ist aber so, wenn man jetzt alle Funktionen nutzen will, muss man jetzt das nicht immer selbst machen. Man kann einen fertigen Build benutzen, der halt die Features drin hat und dann kann man noch vieles über ein JSON konfigurieren, das dann zur Laufzeit ausgewertet wird. Was wir auch nicht mehr machen im Vergleich zum QVC 1 ist, dass wir zur Laufzeit das Capabilities vom WMS-Server aufrufen und auswerten. Das hat zwar schon auch Vorteile, aber der Hauptnachteil ist einfach, dass Aufstarten geht länger. Das heißt, ich muss zuerst den Get Capabilities machen. Da kann im schlechten Fall auch noch langsam und sehr groß sein. Ich muss das XML verarbeiten und dann wird die Oberfläche aufgebaut. Das machen wir jetzt auch in diesem Bildvorgang. Also idealerweise wird das vorproduziert. Das heißt, ich lese das Capabilities oder Get Project Settings ein und wir generieren dann ein JSON daraus, das quasi die ganze Auswertung schon vorweggenommen ist, dass dann viel schneller verarbeitet werden kann. Gut, QVC Architektur, Cookie Server ist klar. Es ist weiterhin, das ist eigentlich auch das Schöne beim QVC 1, ich nehme einen Cookie Server und den Webclient und fertig, das reicht eigentlich. Das ist weiterhin so, ich kann so arbeiten, aber es gibt einfach Funktionen, da geht das nicht. Da muss ich serverseitige Komponenten einsetzen. Das ist zum Beispiel klassisch die Suche. Also wenn ich halt die Suche selbst machen will und nicht über einen externen Serviceanbieter, dann brauche ich eine Serverkomponente. Wenn ich Permalinks machen will, wenn ich digitalisieren will, dann kommen Serverkomponenten dazu. Ich gehe da noch drauf ein. Gut, begonnen haben wir dann relativ früh mit einem grafischen Prototyp. Der wurde von Peter Staub gemacht. Das sah so aus, also die Studie, und es sieht wirklich auch heute praktisch so aus, wie es damals geplant war. Hier noch eine Detailansicht mit mehreren Tools, aber wir können das dann live anschauen. Also was ist jetzt drin im Cookies Web Client 2? Es gibt einen Themenwähler, wobei und normalerweise entspricht ein Thema einem Cookies-Projekt. Wir haben den Layerbaum, der nicht mehr so prominent ist wie beim QVC 1, aber weiter unterstützt wird. Wir haben Feature-Infos, die klassischen Sachen suchen mit verschiedenen Providern. Wir haben Messwerkzeuge, Redlining, Permalink, PDF-Druck und Raster-Export und eben modular, das heißt, ich kann es auch erweitern.
Das habe ich alles vor einem Jahr schon erzählt und jetzt kommen die neuen Folien. Was ist jetzt seit letzter Foskis gelaufen? Das ist einiges. Wir haben die Redlining-Werkzeuge stark verbessert. Die werde ich nachher noch zeigen. Also das sind jetzt wirklich sehr schöne Tools geworden. Wir haben im Layer Tree unterstützen jetzt auch quasi einen flachen Modus, wo wir die Layer nicht baumäßig darstellen, sondern wo wir eigentlich in erster Linie mit flachen Layer Trees arbeiten oder flachen Layer Liste. Und da ist auch Drag and Drop dann mit Layer Reihenfolge sinnvoll. Das unterstützen wir jetzt. Wir haben jetzt auch User Verwaltung eingebaut, also ist natürlich mehr dann serverseitig, aber auch clientseitig, dass das unterstützt wird, wo man dann auch verschiedene Viewer-Einstellungen userspezifisch machen kann. Wir haben Editierfunktionen gemacht, ich werde dann die hoffentlich live zeigen können. Wir haben so Importfunktionen gemacht, das heißt, ich kann direkt im Client eine WMS-URL angeben und ein WMS importieren und das gleiche mit WFS und noch ein bisschen speziell mit KML. Also einerseits von Files als auch von URLs. Dann kamen noch schöne Sachen wie Höhenprofile dazu. Bei den Messwerkzeugen ist das integriert und Kartenvergleichstool. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein, zwei Sachen vergessen. Aber eigentlich wäre der wichtigste Teil von meinem Vortrag die Demo, weil ich probiere jetzt das möglichst gut zu zeigen. Und hier sieht man jetzt auch links oben, wer das finanziert hat. Also das die meisten dieser Funktionen und das ist jetzt so die Startansicht. Jetzt bin ich ein bisschen verloren. Wo ist die Maus da? Ich zoome da hier mal rein. Es ist ein bisschen jetzt eine große Karte, es kommt zwar kachelmäßig, aber vielleicht nicht ganz so schnell, wie es gehen könnte. Wenn ich jetzt einfach hier links beginne, die Suche werde ich nachher zeigen. Ich habe oben rechts die Tools, da gehe ich dann auch rein. Hier haben wir so einen Home-Button, die Geolokalisierung plus minus fürs Zoomen. Und hier habe ich noch eine Hintergrundkarte, wo ich jetzt hier nicht eine riesige Auswahl habe. Hier könnte ich ein bisschen mehr hinterlegen. Und unten haben wir eine Koordinatenanzeige, die noch auf verschiedene Projektionen umgestellt werden können. Und wir haben noch eine Scale-Bar, also Scale-Umstellung und die Scale-Bar. Das sind eigentlich so die klassischen Tools. Und wenn ich jetzt hier ins Menü reingehe, oder vielleicht noch ganz kurz rechts, haben wir noch ein unscheinbares Dreieck. Wer hier noch zu viel Rand hat, der kann da noch mehr Platz rausholen. In der Fullscreen-Ansicht. Und hier haben wir den Themenwechsler. Jetzt gehe ich gerade irgendwie auf eine andere Karte, wo ich ein Thema drin habe. Und dann sieht man auch, wenn ich jetzt hier aufklicke, dann habe ich die Feature-Infos, jetzt ohne das Feature-Tool einstellen zu müssen. Vielleicht hier habe ich jetzt zwei Layer mit einem Resultat gefunden, die ich dann so aufklappen, zuklappen kann. Und ich kann hier auch mehr Resultate haben, die ich dann ausklappen kann. Also das ist das Feature-Info. Umgestellt habe ich jetzt. Dann ist eigentlich das nächste schon die Layer, der Layerbaum oder die Layer Tree. Hier haben wir einerseits die Legenden eingebettet. Ich kann natürlich Layer einschalten, ausschalten. Jetzt noch die Gemeindegrenzen dazu. Ich habe noch so ein paar weitere Tools. Mal sehen, ob hier eine Gewässertransparenz. Ja, man sieht es verblassen, da die Flüsse. Und kann jetzt hier auch die Layer-Reihenfolge jetzt noch zusätzlich zu Drag and Drop über Pfeile verwenden und kann über das I auch noch die Legende separat anschauen. Und auch noch hier mit dem Drucker kann ich auch noch die Legende. Was passiert? Habe ich es getroffen? Geht das geht auf meinen zweiten Bildschirm an. Das wäre noch für den Legendendruck, der jetzt gerade wieder geschlossen hat. So. Jetzt habe ich die Maus verloren. Ja, ich weiß nicht. Es ist ausgegraut, weil noch der Druckdialog gerade offen ist. Das ist jetzt quasi einfach noch der reine Legendendruck,
den ich hier auslösen kann. Dann kann ich noch Map-Tipps aktivieren. Das Vergleichen kann ich noch einmal zeigen. Nein, ich importiere, um die Vergleichsfunktion zu zeigen, jetzt gerade ein WMS. Ich habe jetzt hier, ich kann entweder lokal oder per URL weitere Layer importieren. Ich probiere jetzt gerade mal ein WMS. Der hat zwar ein bisschen große Capabilities, aber ich hoffe, es kommt einigermaßen schnell. Und jetzt müsste ich einen schlauen Layer finden. Das tönt nicht so schlecht. Ja, nicht so schön, aber es kommt. Und weil jetzt kann ich mit dem noch gut das Compare Layer Tool zeigen. Also hier kann ich jetzt halt zwei Layer vergleichen. Gut, wäre jetzt vielleicht sinnvoller, irgendwie zwei Luftbilderstände, sowas. Das ist die Funktion. Nehme den wieder weg. Okay. Und das Layer Tool dann auch. Dann noch zur Suche. Man sieht hier grau hinterlegt, wir haben jetzt verschiedene Sachen, die durchsucht werden. Einerseits kann ich direkt Koordinaten eintippen, ich kann Ebenen durchsuchen, das heißt, hier kann ich jetzt zusätzliche Layer suchen und die hinzufügen der Karte, oder ich kann auch Gemeinden suchen. Ich mache jetzt das mal. Oder ich gehe jetzt mal nach Solothurn, bin ich zwar schon ungefähr. Okay. Das sind so die normalen Kartenfunktionen, Legenden. Eine Share-Funktion, die ist eigentlich vor allem noch interessant wegen dem Permalink. Hier wird gerade ein kurzer Permalink gemacht. Und dann die Map-Tools, da ist jetzt einiges dahinter. Da sind jetzt mal die Mess-Tools. Kann ich Flächen messen? Und ich zeige jetzt die Länge, weil da kommt dann gerade das Höhenprofil dazu. Wenn ich das gerade hinkriege. Ah, Mist. Ah, jetzt kommt's. Hab's mit der Maus nicht ganz hingekriegt. Gut, ist jetzt ein bisschen langweilige Gegend, ein bisschen flach, aber ja, man kann sich's vorstellen. Das sind die Messtools, die man da relativ bequem bedienen kann, und die Redlining-Tools. Mal schauen, ob ich die in der nächsten Frist schaffe. Kann ich da vielleicht nur, zeige ich nur ganz schnell was. Ups. Und dann kann ich hier jetzt Farbe ändern. Ah, jetzt habe ich die Randfarbe, die ist natürlich nicht so spannend. Und nach verschiedenen Transparenzen. Die dritte, ich kann Texte machen, ich kann Linie machen, ich kann das Polygon noch beschriften, kann die Schrift ändern. Also da haben wir jetzt eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt das hier irgendwie wieder picken und editieren, also auch andere bereits gezeichnete Sachen, und kann das dann auch ausdrucken mit Kugi Server. Da sind kürzer die Redlining Tools. Genau, das nächste ist jetzt Editieren. Da muss ich mich jetzt zuerst einloggen. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt gerade, dass ich den Editierlayer zur Verfügung habe, und das ist jetzt quasi auch so die... Noch 3 Minuten. Ich bin gefordert. Also hier ist jetzt über ein Sabon-Login so ein Single Sign-On habe ich mich jetzt eingeloggt, und das heißt, ich wurde jetzt im Editierthema, wurde jetzt der Editierlayer freigeschaltet. Ah, den habe ich heute Morgen editiert. Und gut, ich zeige es ganz, ganz kurz. Jetzt habe ich ein Zeichnungstool.
Jetzt bin ich im Linienmodus, zeige ich den und kriege jetzt hier die Attribute und kann dann speichern und picken und verändern, alles, was man hier halt sich so vorstellen kann. Gut, drucken muss ich doch noch kurz zeigen. Sieht jetzt nicht mehr genauso aus wie bei QEC1. Man bewegt jetzt die Karte und nicht mehr das Rechteck. Ich kann die Printlayouts auswählen, die zur Verfügung stehen, kann auch noch drehen und noch einen festen Maßstab vorgeben. Grid ein- und ausschalten und dann kommt das PDF raus, wenn ich jetzt Print drucke, was ich jetzt mangels Zeit nicht machen kann. Gut, ja, das war jetzt die Demo in dem Moment in Kürze, weil ich habe trotzdem noch eine Folie, die ich zeigen will, oder zwei, drei Folien. Und zwar hätte ich jetzt noch viel über den Server erzählen können, muss ich jetzt das vorstellen. Also wir haben auch die Serverseite recht modular aufgebaut. Es ist eigentlich wirklich eine Microservice-Architektur, die verschiedenste Komponenten beinhaltet, die wir entweder als separate Docker-Container betreiben können, wie in diesem Fall. Also hier läuft jetzt lokal Docker. Oder die man auch, das sind alle in Python geschrieben, die man auch per WSGI kombiniert betreiben kann. Ganze Quellcode ist publik, Client auf der QGIS, im QGIS-Repository oder in der QGIS-Organisation. Ein paar beispielhafte Server-Komponenten sind bei QVT2 Server und Beispiele gibt es nicht so viel. QGIS Cloud ist eigentlich quasi noch im Moment das langlebigste, weil sonst gibt es jetzt gar nichts Öffentliches im Moment. Ganz kurz Finanzierung, wirklich nur zum Abschluss. Das sind die Städte und Kantone, die das finanziert haben. Es sind auch nicht nur wir, die mitbeteiligt sind, aber auch eine schwedische Firma, Entschuldigung, da habe ich mich vertippt. Und wer mehr wissen will, kann am Freitag 9:30 Uhr, haben wir im Roten Saal reserviert. Der kann damit diskutieren, wie das, was noch fehlt, wie es weitergehen soll. Und sich da allenfalls auch in der Weiterentwicklung beteiligen. Gut, dann bedanke ich mich. Ja, danke für den Vortrag, Pirmin. Gibt es hierzu Fragen da vorne? Ich gehe schon. Ja, hallo, danke für den Vortrag. Ich hatte mich gefragt, zum einen diese Importfunktion. Wenn ich da eine Datei oder eine URL importiere, wird die direkt in den Server dann importiert? Und nein, das ist alles rein kleinseitig. Also gut, da gibt es dann schon noch Schwierigkeiten beim Drucken zum Beispiel, oder also auf das läuft es vielleicht hinaus. Nein, also das KML wird JavaScript-mäßig dargestellt und die WMS, die sind halt einfach zusätzliche Layer, die kleinseitig dargestellt werden und soweit möglich beim Drucken auch mitgedruckt werden. Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, werden aber Vektorlayer, die in dem QGIS-Projekt enthalten sind, serverseitig gerendert und landen dann direkt als Bild im Browser. Das ist richtig. Also vektormäßig war jetzt nur das Redlining, das Digitalisieren, also temporär. Sobald es digitalisiert ist, wird auch die digitalisierte Fläche vom Server dargestellt. Und jetzt so KMLs, das ist noch etwas Kleinseitiges, alles andere ist WMS von QGIS Server gerendert. Okay. Ja, also die Frage war nach Vektorkacheln. Vektorkacheln bin ich natürlich Fan, wie du. Wahrscheinlich kommen sie, aber im Moment braucht sie offenbar jetzt da gerade noch niemand dringend. Kommen sicher. Gut, dann danke für den Vortrag. Jetzt haben Sie Zeit für eine Kaffeepause und danach geht es dann weiter. Dankeschön. Okay.